Fiddling on sponge cake, watching the sun bake. All of the tourists covered with oil, just drumming my six string on the front porch swing. Smell the shrimps where they're beginning to boil. Wasted away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it could. The reason I stayed here all season, nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How I got here, I haven't a clue. Wasted away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think it must be my. Saloon Donauplex. Steaks, Ribs, Burgers and Entertainment. Live-Musik Donnerstag bis Samstag ab 20.30 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. Wien 22, Wagramer Straße 79. See you soon im Saloon. Gott sei Dank gibt's ein Radio, wenn ich auf der Straße bin. Hi everybody, here's Louis Natterman and I'm listening to Country Radio Revolution. Gott sei Dank gibt's ein Radio. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0. You make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next, boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. I'll lay down sound. She'll grow, y'all. There is nothing that is wrong wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go. Won't you make yourself at home and stay with me? But don't you ever leave. Lay down, Sally. Rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. Don't need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. Still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you ever leave. Yeah, lay down, Sally. Rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to be so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Come on, Kip. Freunde, recht herzlich willkommen, Country Radio Revolution live wie jeden Mittwoch um diese Zeit bei wunderschönem Wetter in Wien. Ja, wir begrüßen alle Zuhörer bei unserer letzten Live-Sendung vor der Sommerpause. Und wem habe ich bei mir? Einen, ich glaube, das ist sogar schon Tradition, bei der letzten Sendung immer vor dem Sommer oder bei der ersten Sendung, ja, wenn es wieder losgeht, dann bei mir zu Gast hier. Co-Moderator Frankie 14. Hallo, servus, gut, danke für die Einladung. Los geht's, wir haben die letzte Sendung vor dem Sommer
Und dann gibt es eine kleine Pause, aber nicht mit Veranstaltungen, da werden wir auch noch drüber sprechen später. Kommt alles noch. Und natürlich alles. Und wir werden euch auch noch bekannt geben, was wir gemeinsam noch vorhaben heuer. Oh, vieles, vieles, yeah. Vieles. Auf geht's mit geiler Musik. Genau, und da ganz liebe Grüße an die Travelers. Lalali, let dance get in line. I live my hometown years ago when the call of the highway found me. But tonight I slow down long enough to let all this love surround me. And this road that I'm on is still unwinding. Somewhere beyond the horizon, this is not goodbye. Oh yeah, let me tell you my friend, I'll keep you forever in my heart till I see you again. May our song never end until then. Remember this is not goodbye. This life that I live has always been a dream worth chasing. The nights like tonight make my next breath worth taking. This road that I'm on is still unwinding. Somewhere beyond the horizon, this is not goodbye. Oh yeah, let me tell you my friend, I'll keep you forever in my heart till I see you again. May our song never end. Till then, remember this is not goodbye. Tell you, my friend, I'll keep you forever in my heart until I see you again. May our song never end. Until then, remember this is my goodbye. This is my goodbye. Oh yeah, let me tell you, my friend, till I see you again. May our song never end. Till then, remember this is not goodbye. It's not goodbye. This is not goodbye. Oh yeah, let me tell you, my friend, I keep you forever in my heart. Ja, lieber Chili Hank, glaube ich schon, dass der gefallen hat, der Sendungsstart heute. Ganz klar, Lied von dir, von Chidi Heng. Ganz liebe Grüße nach Deutschland zu Simon Campolo. Der tut heute bügeln wieder und tanzen. Und auf das freuen wir uns natürlich schon sehr. Gescheiter war, wenn er mittanzt beim Bügeln. Dann, in Freimut kennst du ja, lieber Frankie. Der Feuer brennt, Bier ist kalt, Erwartungen sind hoch, Empfang ist gut. Also dann Bühne frei für uns zwei, klar. Ey, war das nicht eine coole Stimme, Johnny Ray? This yeah. is not goodbye, das ist ein Liedl, oder? Ja, das kennt, also ich kann das eh auch so ähnlich. So ähnlich, gell? Da Frankie hat eine gute Erfahrung gemacht mit meiner künstlerischen Dings. Ja, ja, klar. Wie gefällt euch übrigens unser Sommerhit mit dem Video? Okay, so, liebe Freunde, was haben wir heute?
Was haben wir heute noch für euch? Es gibt was zum Gewinnen. Das ist ja wahr, das ist dabei. Genau, ich habe sogar einen Ordner gefunden mit Trommelwirbeln. Mhm, aber ich habe rosa Hut gefunden. Ja, genau, der neue rosa Hut, brandneuer rosa Hut, gespendet von Fashionbar Katharina. Ja, was gibt's zu gewinnen, liebe Freunde? Einmal 2 Freikarten für die 30 Jahre Jubiläum Münzbach am 20. August in Münzbach, Eklor. Ja, und frühe Woche waren sie bei uns hier bei Country Radio Revolution, die Western Cowboys aus dem Burgenland. Da gibt's für euch die brandneue 3x einmal zu gewinnen, die brandneue CD. 3x eine. Habe ich gesagt. Ja. Mit Foto, mit Autogrammkarte. Mit allem dabei. Was genau. Spielen wir? Beautiful Sunday, Daniel Boone. Na sicher doch. Was Lustiges dazwischen. Eklor. Du singst mit, ich tanz mit. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, ja, ist jetzt richtig bei Country Radio Revolution, liebe Freunde. Und irgendwer hat gerade geschrieben, die Sissi, glaube ich, war es, bevor sie die Pingas in die Sommerpause vertschüssen. Ja, wie gesagt, bei uns geht's dann live wieder los am 7. September. Bis dahin gibt's Wiederholungen von Sendungen. 3 haben wir schon online gestellt, liebe Freunde. Und wenn ihr sagt, eine habt's verpasst, die euch besonders gut gefallen hat, dann schickt's mir bitte eine Privatnachricht und wir spielen diese Sendung gerne für euch. Oder 2 Sendungen oder 3 Sendungen, wie immer ihr möchtet. Außer ihr wollt von mir eine Ruhe haben, dann... Ich finde es super, ich wünsche mir 3 Sendungen. Nämlich, unsere 3. Na wurscht, 3 Sendungen. Ach so. 3 Sendungen. Ja, können wir alles machen, genau. Ja, eigentlich... Ausgebrochen. Nein, es ist schwierig. Ich habe in Simon ein Foto mit dem Bügeleisen. Dann kommt gerade irgendeine Privatnachricht, wo ich noch nicht so genau weiß, um was es geht. Und ich bin ja nicht so... Wie heißt denn das, was die Frauen manchmal sagen? Was sind das? Multi-Saison, ja, genau. Multi-Dings. Ui, die Andrea ruft ja hoffentlich an, da werden wir wieder schimpfen gehen. Frankie, wunderschönes Wetter. Schon. Herrlich. Wahnsinn in Wien. Was macht sie im Sommer? Gibt es irgendwie Urlaubspläne? Wir sind doch in Niederösterreich. Ja. Also knapp außerhalb Wien, weil wir dort wohnen. Ja, eine Woche fahren wir weg
nach Croatia. Hey, cool, sehr gut. Apartment, so ein bisschen, nur dass wir wegkommen. Weil ja alle miteinander und auch wir schon lange wirklich keinen richtigen Urlaub gemacht haben. Wie hätten wir denn auch sollen, sozusagen? Wie wäre es denn auch gegangen in diesen ganzen Pandemiezeiten und so weiter? Und heuer kämen wir so richtig und da werden wir sie ja alle wieder ausstecken. Ich habe ja schon zwei Varianten, ich sammle das. Du bist ja geimpft, genesen, geheilt und alles eigentlich. Ich bin zweimal geimpft, weil das ist ein Booster, der ist ja dann immer ausgegangen, weil ich dann ja zweimal genesen bin und geheilt, weiß ich nicht, werde ich nie sein wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wir können noch eh nichts ändern, liebe Freunde, auf jeden Fall aufpassen auf euch. Urlaub! Super. Genau, Urlaub. Und kannst du dich noch erinnern, vor einem Jahr circa haben wir ja sogar ein Interview gemacht im Pool im Sommer, das war auch genial. Ja, stimmt. Das war auch ganz tolle Sache. Das war richtig leibend, ja. Na ja. Gut, was haben wir denn? Du, wir können nur hoffen auf bessere Tage, würde ich sagen. Nicht? Ja, das Wetter passt, was so ist. Genau. Better days, liebe Freunde. Get in line, let's dance. Tolle Nummer. Bügeleisen weg, lieber Simon, and let's dance. With a guitar string, oh, $7,000 to a bank machine before this car is ever really mine. But some fine day, I'll drive her downtown, get a burger, fries, and throw down a crown, thanking God that I'll never have to pay another dime. My life is like a lemon drop, I'm sucking on the bitter to get to the sweet part. I know there are better days ahead. I got dirty shirts and worn out jeans, oh, 2 dozen coins to a washing machine before these clothes will ever really shine. But I got me a man who just don't care if his little darling's got underwear. I know someday Better Days, ein wunderschöner Song und recht herzlichen Dank für die vielen Videos, die heute eintrudeln. Und ich wisst ja, wie Freunde, ich liebe es. Ich bin so dankbar, wenn ihr mir Videos schickt. Lieber Simon, recht herzlichen Dank für dein Video. Du kannst es aber ruhig im Öffi abposten, wie du bügelst und tanzt, weil das macht viel Spaß. Und beim Freimut, ja, da geht's alle ja, zu. Ja, das haben wir gesehen. Ja, da brennt es im Garten ja, schon genau. Lichterloh dahin sozusagen. Und das schaut richtig gemütlich aus auf diesem Liegestuhl. Ja, eine immer. Violine, Geige. Der spielt immer mit. Der Freimut tut immer mitspielen, ach und mitsingen so. Und mittanzen. Ja, also Singen, genau, aber Geige spielen tue ich besser nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ganz liebe Grüße an den Joachim Sonnendorfer, der schon wieder meine Neugier, da, wie wisst ihr, ich bin so unheimlich neugierig und wenn ich nicht weiß, wann ich was ich kriege, dann bin ich unausstellig. Der Kurt ist nicht neugierig. Du, im Übrigen haben wir was ganz Besonderes und zwar am 6. August. Yeah. Ja, da machen wir. Ja, liebe Freunde, es muss viel mehr gemacht werden. Es muss einfach viel mehr gemacht werden und wir werden das heuer starten und richtig anreißen mit LCR, mit Landance Country Radio und mit Country Radio Revolution. Es gibt nämlich eine Veranstaltung für Kinderlichtblick, für den Verein und zwar am 6. August. Haltet euch das Datum frei. In Wien wird das stattfinden und diese Veranstaltung wird heißen, das war halt die Idee dahinter. Erstens einmal ist es eine Charity-Veranstaltung, Benefits, wie man immer dazu sagen möchte. Und
alles, was da reinkommt, wir und die Künstler machen alles gratis, die Künstler und wir, ich bin ein Bauer. Künstler und wir machen natürlich alles kostenlos, alles, was da reinkommt an Kohle, geht an Kinder, die vom Kinderlichtblick mit Musik zur Menschlichkeit, ist der Untertitel sozusagen, dann wird den Kindern zugutekommen. Und die Veranstaltung wird wahrscheinlich heißen Line Dance Country Radio Stars of Country Radio Revolution. Und da werden wir ein paar holen, ein paar wenige, weil wir nicht zu viel haben an einem Abend. Das soll ja jeder sein Star bringen können. Und ich freue mich voll, dass der Kurti uns immer dann den Disc-Jockey macht und mitmoderiert sozusagen. Der Günther Haas wird auch vorbeikommen und ich werde auch mein Bestes geben sozusagen. Und dann haben wir den Joe Montana schon dabei und dann haben wir die Tina Christine noch dabei schon. Das wird ganz super, das wird ganz super. Vielleicht kommt noch jemand dazu, schauen wir mal, aber es wird sicher ein toller Abend und ich glaube, du hast vom Joe was vorbereitet. Ganz zufällig und bei der Gelegenheit, liebe Freunde, da möchte ich mich, ich weiß noch mehr hoch zu, lieber Joe Montana, ich möchte mich bei dir ganz recht herzlich bedanken. Ganz fleißig mit Termine schicken, ganz fleißig mit Intros schicken und Jingle schicken, ganz fleißig mit uns bedienen und mit Musik. Und er ist dabei, am 6. August. Live dabei. Joe Montana. Na, spüren wir mal. Na, eh klar. Viel Spaß, liebe Freunde. Auf geht's. Jones on the Jukebox. There's a fool in the mirror, looking back across the bar. Reflections of a woman whose world just fell apart. Not a life we built together, and the golden rings are gone. And it's whiskey versus memories, and it looks like the race is on. I've got Jones on the jukebox, and you on my mind. I'm slowly going crazy, a quarter at a time. He stopped loving her today, oh, but I'm still doing chime. I've got Jones on the jukebox, and you on my mind. Cowgirl in the corner are making eyes at me, but I just want to be alone with your memory. Not a music's good and country, and the whiskey's feeling right. You won't be back, but George and Jack will help me through the night. I've got Jones on the jukebox, and you on my mind. I'm slowly going crazy, a quarter at a time. He stopped loving her today, oh, but I'm still doing time. I've got Jones on the jukebox, and you on my mind. I've got Jones on a jukebox, and you on my mind. I'm slowly going crazy, a quarter at a time. He stopped loving her today, oh, but I'm still doing chime. I've got Jones on a jukebox, and you on my mind. I've got Jones on a jukebox, and you on my mind. So, da, 6. August 2022, heuer im Sommer. Das heißt, wir sehen uns, wir hören uns zwar nicht, aber wir sehen uns sozusagen. Und da Joe Montana eben gerade im Radio hier bei uns ist mit live dabei. Und wer ist noch dabei? Das freut mich genauso. Und genauso besonders die Tina Christine. Wir haben es mit einem Song jetzt in der Startliste drinnen, Jambalaya. Das ist von den Music Rebels, die Sängerin.
Ja, hilft euch das weiter, Freunde? Ja. Busalle. Hey, Butzi. Also nicht vergessen, 6. August, Line Dance, Country Radio, Stars of Country Radio Revolution. Wenn das funktioniert, können wir so Veranstaltungen natürlich öfter machen, wo wir auch aus den Bundesländern dann Country-Künstler nach Wien holen oder nach Niederösterreich, Umgebung von Wien holen, die man sonst vielleicht nicht so oft hier hat. Also nicht vergessen, Benefizveranstaltung, tut was Gutes, seid dabei, es wird ein Plakat demnächst geben, es wird die Veranstaltung geben und natürlich in Kurtis Gruppe Country und Line Dance Veranstaltungen werden wir es dann natürlich auch reinschmeißen. Bei mir wird es drin sein, bei ihm wird es drin sein, ihr werdet es hoffentlich nicht übersehen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir werden alles selber dort machen, die Technik und Wahnsinn, es wird eine liebe Geschichte, hoffentlich. Ja, und vielleicht gibt es sogar eine Welturfung, eine Premiere von dem brandneuen Tanz von mir, weil den wir zum Herrli haben bis dahin. Jetzt soll ihn Frankie wieder eintauchen. Das ist super. Hey, ist das so wie unser Video? Ja, unser Video seit 2 Jahren, versprechen wir euch das schon, aber ihr wisst, sehr gut Ding braucht weiter. Ja, wir konnten ja nicht. Nein, es ist der Corona, ja, ist dazwischen. Wir konnten nicht, was soll man machen? So, liebe Gabi Kinder, du bist noch in den rosa Hut bei den 3 CDs von den Western Cowboys, du bist noch mit dabei, liebe Freunde, ihr habt schon Zeit, wenn ihr möchtet, bis 21 Uhr könnt ihr mir noch schicken, das Losungswort, Kennwort, und dann seid ihr noch drin. Entweder schreibt ihr Western Cowboys, dann gibt es eine von 3 CDs zu gewinnen, oder ihr schreibt Münzbach, dann habt ihr die Chance auf einmal 2 Karten, Freikarten zu gewinnen. So, liebe Freunde, ihr wisst, ich komme mit Frankl geredet, ihr wisst gar nicht, wie schwierig das ist. Der Frankl da bei mir, dann die Technik schon und alles, und da geht ein Fenster nach dem anderen auf. Da wollen Leute wissen, ob wir schon genug Musiker für 6. August haben.
Wir besprechen das und werden das dann anschließen. Hey, ich bin auch dabei. Was spielt der Kurte jetzt? Du bist auch dabei? Ich bin auch dabei am 6. August. Spielst du ein Lied von mir? Na, schauen wir mal. Ladies and gentlemen, get in line. Frankie 14, let's dance. Joy's gonna come in the morning. I struggled with old Satan's myth. My life would never change. With a broken heart as things grew dark, I called on Jesus' name. I must confess my soul's at rest. Satan better heat this morning. God said it's time, the victory's won. And joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. He can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. Fight to stand the night. The darkness seems so long. You held on to the power you knew, and it has made you strong. No stopping now by faith somehow. You see the light of dawning, that eastern sky by and by. Joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost this battle. He can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. You can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. You can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. He can't hold back to dawning. Ihr hört LCR, Line Dance Country Radio. Country Radio Revolution mit Kurt Pinger. Und Frankie Fortinheit als Gastmoderation. Gast, wie heißt das, das Kamerakind? Also, wenn wir nicht im Radio waren, sondern im Fernsehen waren, hätte der Frank jetzt dann grünen Rahmen. Einen grünen Rahmen, gell, wie bei Michael Schanze. Oder? Ja, genau. Eins, blub, zwei, heißt, drei, blub. Oh, jetzt hat es mir gut gedehnt für die Zehnt. Außer mit den Zehnt. Ja, genau. Ja, aber es kann nichts passieren. Ja, und der Frank und ich haben ja einiges miteinander heuer noch vor und es wird natürlich alles prompt umgesetzt. Und auf jeden Fall, wo wir ganz sicher sind, ist am 6. Mai, liebe Freunde. Da sind wir in Tirol, in Mutters. Na, das ist nicht heuer, das nächste Jahr. Habe ich ja gesagt. Hast du gesagt? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr. 6. Mai 2023. Ja, das stimmt, ja. Aber wir haben vorher noch was Cooles. Wir haben nämlich auch, ich weiß nicht, ob du da vorbeischaust, wir haben von LCR, Günther Haas, gibt es dieses Crossover-Festival, das ist am 24. September. Da ist dabei der Schumi und die Anke Angel. Und ich bin auch dabei. Und wenn wir das sozusagen Crossover machen, ja, das heißt über mehrere Musikrichtungen hinweg, ist das eine tolle Mischung. Der Schumi als Mörder-Gitarrist und die Anke Angel am Piano und so weiter. Und dazwischen mache ich immer wieder verschiedene Sachen. Eine ganz eine super Geschichte. Aber was ich schon bei meiner letzten Sache, du warst ja mit in der Seeschlacht. Ja, da gibt es übrigens ein ganz ein geiles Video. Das super Video. Der super Video gemacht. Und das gibt es im Übrigen noch einmal heuer, die Seeschlacht. Und da habe ich schon etwas verraten, nämlich, dass wir daran arbeiten, gemeinsam, der Kurti, ich und der Günther Haas mit LCR, dass wir etwas für Silvester machen.
Weil was gibt es nicht für unsere lieben Line-Dancer und für die Country-Freunde? Friends. Es gibt nicht. Es gibt nichts zu Silvester, Freunde, oder? Ich weiß nicht, es gibt Weihnachten, aber es gibt nicht Silvester. Und wir sind ganz hart am Arbeiten daran, dass wir da was aufstellen, sozusagen für Silvester. Ja, und das wird eine coole Geschichte, glaube ich. Ich glaube, das wird auch eine sehr leimende Sache. Aber das ist noch in Planung. Aber ich verrate es euch, sagt es nicht weiter. Silvester freihalten. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie wir glauben und hoffen. Kurti, Redneck Woman. Das sind die mit dem roten Nacken. Die Herrschaften, die in der Sonne arbeiten. Die Arbeiter sozusagen, die Rednecks. Und champagne, I'd rather drink beer all night in a tavern or in a honky-tonk or on a four-wheel drive tailgate. Oh, I've got posters on my wall of Skinner, Kid and Street. Some people look down on me, but I don't give a rip. I stand barefoot in my own front yard with a baby on my hip, 'cause I'm a redneck woman. I ain't no high-class fraud. I'm just a product of my race, and I say hey y'all and yee-haw, and I keep my Christmas lights on my front porch all year long, and I know all the words to every Charlie Daniels song. So here's to all my sisters out there keeping it country. Let me get a big hell yeah from a redneck girls like me. Hell yeah! Victoria Secret, well, their stuff's real nice. Oh, but I can buy the same damn thing on a Walmart shelf at price. Still look sexy, just as sexy as those models on TV. Oh, no, I don't need no designer tag to make my memory. You might think I'm trashy, a little too hardcore, but in ja, liebe Freunde, und wie gesagt, wenn die Tina da ist, und die Martina hat gerade geschrieben, die freut sich schon sehr, dass es endlich persönlich kennenlernt. Ja, und ihr habt natürlich die Möglichkeit. Sie wird extra anreisen aus Oberösterreich und ist endlich in Wien, dem kann ich mich nur anschließen. Bei uns hier beim Country Radio Revolution im Studio war es ja schon einmal und ganz, ganz ein Lehrwein. Und ja, auf jeden Fall werden wir alles noch ganz genau posten. Und das mit dem Silvester hat die Martina auch gerade geschrieben, eine gute Idee. Wie gesagt, wir müssen das nur jetzt schon im Sommer sagen, weil ihr wisst ja, die Zeit vergeht so schnell. Und bevor wer überlegt, was machen wir, wo gehen wir hin, kommt zu uns. Da wird's geil, da wird's lustig. Nur, das wird Vollgas. Bis in die frühen Morgen. Vollgas. Voll hemmungsloseste Ausschreitungen wird's da geben. Aufs hemmungsloseste. Ja.
Und Vollgas auf alle Fälle. Na, Vollgas. Ja, und Vollgas. Übrigens, die Martina, die hat ja eigentlich ein Frühstück auch noch, eigentlich. Die hat, ja, die, das stimmt. Ja, schon, ja, der, ja. Nein, das ist so wie alle anderen Sachen, die wir ja. so ein bisschen, das dauert alles Dink, ein bisschen. Das hat Dink, alles seine Zeit. Weile, aber macht ja nichts. Aber es ist schön draußen jetzt, warum nicht ja. im Sommer? Nicht? Nein, machen wir es im Winter. Im Winter auf der Terrasse war es ja. aber blöd, oder? Nein, das war, ja. Aber wie gesagt, wir werden, liebe Martina, wir haben nicht vergessen, wir vergessen sowas nicht. Das ist alles geistig, körperlich notiert. Und wir werden auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Danke für die super Feedbacks, dass ihr die Spaß was? Daran habt, Feedbacks, also ja, das sind okay. Rückmeldungen. Oh yeah, ja, ja, doch, ja, okay. ja. Du hast Rückmeldungen. Ich hab Feedstings, ist ja. Feedback. Ja, du hast, nein, das sind auf die vier nicht die Blosen, das hat mit dem nichts zu tun, Gute. Ich ja, spiel was Gescheites jetzt. Die Feed und die Back. Liebe Freunde, wir spielen jetzt was Gescheites, nämlich Backfeed. Für unsere Pferdeln und anschließend gibt es die erste Verlosung. Lieber Stefan Stockinger, deine zwei Karten, die gehen dann an unsere Gäste. Wir verlosen nach dem nächsten Song live on stage hier bei Kanto. Ist ein sehr erotisches Wort, Leute. Ganz ja, besonders erotisch ja, heute. Ja, ist ein Wahnsinn. Auf, wir verlosen, wir verlosen dann die ersten zwei Karten. Die Silvia wird schon ganz scharf da im Hintergrund. Erst, du musst aufpassen. Ich spür's, Lil. Ich mache ein La weiter. Okay. Billy man, come on, 6 o'clock news, say somebody's been shot, somebody's been abused, somebody blew up a building, somebody stole a car, somebody got away, somebody didn't get too far, yeah, they didn't get too far. Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall oak tree, round up all of them bad boys, hang them high in the street for all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. We got too many gangsters doing dirty deeds. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. Send them all to their maker and he'll settle them down. You can bet he'll settle them down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, saying whiskey for my men, beer for my horses. Whiskey for my men, beer for my horses. The one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Singing whiskey for my men, beer for my. So, liebe Freunde, ihr seid richtig bei Country Radio Revolution, die letzte Sendung vor der Sommerpause, und wie ihr es gewohnt seid, ist da immer recht lustig und hektisch, aber so soll es ja sein, es ist sowieso alles so besch, also nicht so gut, und somit machen wir ein bisschen Spaß heute, und jetzt möchte ich mich recht herzlich bedanken beim Stefan Stockinger, liebe Freunde. Der Frankie wird euch jetzt was in die Kamera zeigen, und zwar Country Münzbach, 5 Acts, Doug Atkins, Ellie Joyce aus Italien, Doc Dom and the Bandits, eine Stunde lang für euch, Midnight Creek, Duke West,
Ja, und wir haben hier zwei Karten. Einmal zwei Freikarten für diese Veranstaltung 30 Jahre Münzbach am 20. August. So, die Silvia übernimmt jetzt die Kamera. Wir machen das natürlich wie gewohnt live. Lieber Frankie. Und wir haben einen neuen Hut von Fashion Boy Katharina. Jawohl, und zwar diesen Hut. Ich habe nur geschaut, ob noch irgendwelche Lose an meinem Kopf kleben. Ich nehme jetzt einen anderen Hut. So da. Also die jetzt im Radio sind und nicht mit der. Vorher hatte der Frankie Fortin seinen den neuen, nein, muss man erklären, den rosa alles. Hut an, auf. Und jetzt hat er einen. Ja, was ist denn das überhaupt? Den Tiroler Hut, ein Tiroler Hut. Gut. Ja, so ich glaube, ich habe keine Ahnung. Irgendein anderes Bundesland aus Wien. Ja, machen wir einen Trommelwirbel. Du hast das vorher gefunden, oder? Ja, aber ich mag jetzt nicht. Du weißt das nicht. Genau. So, wir ziehen jetzt, liebe Freunde, einmal zwei Karten für die Veranstaltung am 20. August in Münzbach. Wegschauen, mischen. Dann einmal zwei Karten. Einmal zwei Karten. Münzbach. Münzbach. War ich schon einmal? 20, ja. Zu Besuch. Bist du heuer auch dort? Nein. Warum nicht? Kann ich da nicht sagen. Stefan, das so besprechen auswendig. Wir nachher noch. So, du musst jetzt laut und deutlich vorlesen und in die Kamera zeigen, bitte. Christine Stöcklinger. So, wir gratulieren Christine Stöcklinger. Alles Gute. Recht und viel herzlich. Spaß in Münzbach. Ist eine tolle Veranstaltung. Mir hat es gefallen dort. Ja, mir muss das jetzt notariell geben. Ja. Ganz wichtig, liebe, wie heißt es jetzt da? Liebe Christine, unbedingt bitte mir eine Privatnachricht schicken mit einer Adresse, denn die Karten gehen dann natürlich sofort weg zu dir und wir sehen uns natürlich in Münzbach. Da freue ich mich auch schon. Die Ellie Joyce ist ja dort. Fährst aus du Italien. Hin nach Münzbach? Yes. Ah yes, ja, yes. Du hast ja versprochen, yes. Kann mich erinnern. Ja. Ist das nicht verschoben, ja. Dieses Jubiläum sozusagen? Na ja, ja, es war, also ich habe voriges Jahr ja, der Stefan war, also ich war ja am Rednex voriges Jahr und habe ihn leider hängen lassen. Du hast aber, das verschoben. Ja, genau, aber heuer sind wir dort und ich freue mich schon. Ich mache nämlich mit der Ellie Joyce aus Italien ein Live-Interview. Die kann genauso perfekt Englisch wie ich und das wird eine ganz tolle Sache. Das ist super. Yes, das wird ganz lustig. So, wir gratulieren der Gewinnerin. Alles Gute, viel Spaß noch einmal. Genau, die gehen per Post an dich. Der Joachim legt noch ein Getränk drauf. Das auf alle Fälle. Ja. So, was spielst du uns, Kurti? Wir spielen jetzt einen Song, den kennt ihr alle. Erstens einmal kann ich mal Frankie auch singen. Na, tu mal. Eine Trommel, die ganz alleine ist. Ja, und die alleinige Trommel, die kennt ihr alle tanzen. Get in line, liebe Freunde, let's dance.
Ja, und das lehrt natürlich auch live beim Frankie Fortin und nehmen wir auch. Das ist ja dann auch wieder dabei, jetzt da bei dem tollen Ambiente Seeschlachtwirtin. Habt ihr ja schon das Video gesehen? Das ist so cool. Ja. Das ist so cool. Ich kann es gar nicht sagen. Ja, das geht sehr super auf. Ich habe gesehen, da wurde gerade die Veranstaltung von Münzbach, der Stefan Stockinger hat die gerade reingepostet in die Gruppe. Ja, das geht sehr super aus, bitte. Wir haben, man muss das jetzt sagen, am 5. August könnt ihr zu mir kommen auf die Sommerszene Gänserndorf. Da gibt es Boogie und Rock'n'Roll. Am 6. August in Wien die Veranstaltung Stars of Country Radio Revolution, was wir schon gesagt haben. Wahnsinn, am 11. August bin ich am großheurigen Pfaffstätten mit Boogie und Rock'n'Roll. Am 12. August gibt es die Seeschlacht wieder in Langenzersdorf. Ich hoffe, ihr kommt wieder in so großen Mengen wie letztes Mal, das war ein Wahnsinn. Am 13. August bin ich im Saloon mit den Bullcrackers, am 14. in Mörbisch, ein Wahnsinn. Und am 20., das geht ja alles aus, und am 20. August feiert ihr alle nach Münzbuch. Ich muss mich entschuldigen, ich weiß ja inzwischen, wo ich bin, nämlich auf der Hochzeit meines Sohnes langjährigsten Freundes. Ist das jetzt deutsch? Das war gerade makalisch, oder ist das heißt, total in Ordnung? So, machen wir die Zentfest wieder, gell? Liebe Freunde. Aber das ist wirklich super. Also nicht vergessen für euch, countrymäßig gesehen ist das der 6. August, dann der 12. August die Seeschlacht und wie gesagt der 20. August Münzbach. 30 Jahre Münzbach, Jubiläumsveranstaltung, 5 Acts, Doug Atkins. Und ich freue mich schon auf das italienische Interview. Ich kann schon mit dir sprechen über Speisen. Ich kann Pasta Schutta, ich kann Lasagne. Doch. Una Gelati prego, please. Also una cerveza, per favor. Was? Nein, das ist Spanisch, oder? Ich weiß mal, wurscht. Gar nicht. Aber wir machen das und wir freuen uns drauf. Fashion by Katharina wird natürlich auch vor Ort sein und wird eine tolle Veranstaltung, so wie alle anderen, die jetzt kommen im August und im Juli. Liebe Freunde, gleich mal vorher vorab gleich mal ein Programmhinweis. Die Gruppe Country and Lions Veranstaltungen, die wird natürlich weiter gewartet werden. Das heißt, die Veranstaltungen, die im Juli und August sind, die werde ich dort weiter hineinposten. Ich kann das natürlich auch mit dem Handy machen, brauche nicht unbedingt den PC. Nur natürlich die Sendungen da um 21 Uhr, das fällt natürlich aus, weil bei uns geht es erst wieder los am 7. September. Ich hoffe, ihr vergesst uns nicht. Aber was am kommenden Wochenende und ab morgen schon sonst so noch los ist, hey, kommen jetzt die Veranstaltungen kommen jetzt, ja. Und dort, da gibt's auch was Neues, da könnt ihr eintragen. Ob euch das gefällt mit den Veranstaltungen oder ob ihr sogar ach damit... So, du meinst jetzt nur deine Ansage um 21 Uhr? Ja, genau. Ob die praktisch sind? Ja. Ich find's praktisch. Ein paar haben geschrieben, uninteressant. Wirklich? Ja. Schmeiß raus. Wir sind schon. Raus aus der Gruppe. Sind schon weg. So, liebe Freunde, was ist wann wohl los am kommenden Wochenende? Zum letzten Mal vor dem Sommer für euch. Es ist einiges wieder los. Ladies and Gentlemen, may I have your attention, please? Good evening. Stand by. Wann ist wo was los? Country- und Landdance-Veranstaltungen. Wie, was, wann, wo. Countdown in 3, 2, 1. So, meine lieben Freunde, und natürlich auch heute noch um diese Zeit die Termine, was ist wann, wo los. Ja, und morgen geht's schon los. Das ist Donnerstag, der 7. Juli. Da gibt's Carol McDonald Trio beim Country Barbecue im 16 Grad. Das 16 Grad befindet sich in 2620 Neunkirchen. Beginn ist um 18.30 Uhr bis ca. 22 Uhr. Carol McDonald Trio beim Country Barbecue im 16 Grad. Wir kommen zum Freitag, dem 8. Juli. Da gibt es das 10. Country Jubiläumsfest der Chillero Dancers. Das Ganze beginnt um 18 Uhr bei freiem Eintritt. Musik aus der Dose und es gibt eine große Tanzfläche und ein wetterfestes Zelt ist auch vorhanden. Das Ganze ist in 3702 Stranzendorf beim Feuerwehrfest. Am kommenden Freitag eine Veranstaltung der Chillero Dancers.
Ja, und dann gibt es auch wieder eine Zweitagesveranstaltung, und zwar am 8. und 9. Juli. Da gibt es das 5. Country Open Air der Churchville Cowboys. Ja, und ihr wisst ja, die Churchville Cowboys, die findet ihr in 8132 Berneck Bahnstraße 6. Und da gibt's für euch Ribana und Salt River Band. Das Ganze am Freitag, und Beginn ist um 19 Uhr, und am Samstag, da beginnt es schon ab 16 Uhr, und da ist dann Special Guest am Samstag Johnny Hill, der dann live on stage für euch sein wird. Ja, das 5. Country Open Air der Churchville Cowboys am 8. und 9. Juli. Und am Samstag, dem 9. Juli, da gibt's Rock am Schirm 5.0, das Ganze am Stadtplatz in Heidenreichstein, liebe Freunde. Und Rudy Bieber and Band live on stage für euch, Beginn ist um 18 Uhr. Schirm 5.0 am Stadtplatz Heidenreichstein, live on stage, Rudy Bieber und Band ab 18 Uhr. Ja, und im Ghost City Salon Niederhag 2 4680 Haag am Hausruck, da gibt es vom 8. bis 10. Juli das 3. internationale Treik-Treffen. Ja, Ersatztermin bei Schlechtwetter eine Woche später, das ist dann der 15. bis 17. Juli. Campingmöglichkeiten sind vorhanden. Ja, Freitag, liebe Freunde, Anfahrt, Benzingespräche etc., Party mit Musik im Ghost City Saloon. Samstag von 7.30 bis 10 Uhr Frühstück, anschließend Treikerspiele, zum Beispiel Stiefelweitwerfen, Hut-Zielwerfen etc. etc. Um 12 Uhr Mittagessen und um 13 Uhr dann geführte schöne Ausfahrt, danach Party mit Country-Live-Musik. Und am Sonntag Ausklang und Verabschiedung der Treiker und Besucher. Das Ganze, liebe Freunde, vom 8. bis 10. Juli im Ghost City Saloon Haag am Hausruck. Ja, und einen Termin habe ich noch am 10. Juli, das ist der Sonntag. Da gibt's im Gasthof Höhensteiger, Westerndorfstraße 101 in Rosenheim von 11 bis 15 Uhr live on stage für euch Country Lady Maud. Ja, egal wie heiß es ist, diesmal spiele ich drinnen. Ich möchte euch sehen, wenn ihr tanzt. Das schreibt die Country Lady Maud. Wie gesagt, am Sonntag, dem 10. Juli im Gasthof Höhensteiger von 11 bis 15 Uhr in Rosenheim. Ja, und mehr Termine sind uns nicht geschickt worden, und ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt einen Sinn hat, nach der Sommerpause diese Termine um 21 Uhr überhaupt noch durchzugeben, weil eigentlich das Interesse sehr, sehr gering ist. Eigentlich schickt keiner was, also keiner wird wirklich irgendwie Werbung brauchen oder benötigen. Schade darum, wir werden sich das nur überlegen, die nächsten 2 Monate, wo wir jetzt dann Sommerpause haben. Wir haben oft aufgerufen, schickt uns eure Veranstaltungen, wir werden die gerne posten. Einige nützen es, und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Die meisten schicken nichts, und für uns ist dann natürlich sehr, sehr schwer, hier lückenlos Termine für euch bekannt zu geben und zu bewerben. Alle, die uns was geschickt haben, dafür einmal recht, recht herzlichen Dank. Und im September werden wir dann schauen, ob es um 21 Uhr noch Termine gibt. Aber wir werden euch natürlich gerne informieren darüber. Hi, this is Ellie Joyce. I would like to greet the listeners of Country Radio Revolution and Kurt Pinger. I would like to invite you to the Country Fest on Munsbach on 20th August. I'll be live on stage with my band, and we invite you to listen to our music. Bye-bye! Ja, und recht herzlichen Dank auch an Doug Atkins. Thank you very much, Doug Atkins. See you in Munsbach. Hello to all my country fans in Munsbach, Austria, all over there. We're coming to the Munsbach Country Festival on August 20th. We're going to have a hell of a good time. I'm so excited to be there with my band. Munsbach Country Festival, please come out and check us out. We'll make it fun for you. We'll be right back.
cowboy ain't easy to love, and he's harder to hold. He'd rather give you a saw than silver or gold. Budweiser buckles and soft-faded Wranglers, and each night begins a new day. If you can't understand him and he don't die young, he'll probably just ride right away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars, drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms, clear mountain mornings, little warm puppies, children, girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes don't know how to take him. He ain't wrong, he's just different, but his pride won't let him do things to make you think he's right. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Let's ride. Ja, liebe Freunde, und dann haben wir noch, dadurch, dass wir jetzt ja in der Sommerpause sind, das heißt, die Termine im August, die gibt's nur in unserem Kalender dann, also in der Gruppe in Fatzeburg, Line Dance und Country Veranstaltungen. Da gibt's ein ganz tolles 2-Tages-Line Dance Wochenende im August, liebe Freunde. Veranstalter LCR Radio mit den Canadian Stompers. Und zwar ist es am 26. und 27. August, liebe Freunde. Da gibt's einen tollen, tollen Workshop mit einer Choreografin aus den Niederlanden, mit Ria Voss. Das Ganze am Freitag ab 18 Uhr und am Samstag ist der Workshop um 14 Uhr und um 19 Uhr dann eine Party. Ganz, ganz eine tolle Sache. Wir werden es dann natürlich noch öfters auch in unseren Gruppen posten. Line Dance Wochenende 26. und 27. August. Das Ganze in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf. Siegfried Ludwig Platz 1 23 62 in Biedermannsdorf. Alle genaueren Informationen findet ihr beim Günther Haas. Ja, und Joe Montana, du hast mir eine Veranstaltung geschickt. Die ist mir irgendwie durchgerutscht. Die ist heute in einer Woche. Nicht böse sein, lieber Joe Montana. Country Music Rock'n'Roll, Country Music and More am Mittwoch, liebe Freunde. Heute in einer Woche am 13. Juli von 18.30 Uhr bis 21 Uhr im Bistro so und so. Südstadt Zentrum 5/1 in 2344 Maria Enzersdorf. In der Gruppe findet ihr diese Veranstaltung. Lieber Joe Montana, recht, recht herzlichen Dank dafür und danke an alle, die uns immer wieder ihre Termine schicken, so wie gerade da. Da vom Herrn Besendorf, habe ich auch gerade gekriegt. Das ist zwar schon ein bisschen lang her, liebe Freunde, aber es gibt das 9. Country- und Western-Fest am Samstag, dem 8. Oktober, mit einer Band, die auch schon bei uns war und schon live gespielt hat. Am Lindenhof, wie wir noch gehabt haben, CQR, Cider Quarter, Rebels. Alle Termine natürlich bei uns in der Gruppe. Lieber Andreas, recht herzlichen Dank dafür. Alles uns schicken. Wenn ihr dafür seid, dass wir das weitermachen, dann habt ihr die Möglichkeit, das bei mir in der Gruppe einzutragen. Da gibt's was zum Bewerten. Wenn ihr glaubt, dass es einen Sinn hat, dann mache ich das gerne weiter. Schickt's mir eure Termine und die sind dann wieder um 21 Uhr drin und in der Gruppe sowieso.
Frankie, bist du noch da? Ja, ich habe gerade mitgelesen. Also, hast du jetzt Luft geholt dazwischen? Einmal ganz kurz. Doch, schon, gell? Ja. To get a date, my boss says no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car 'cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called the congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. So, jetzt habe ich gerade gehört bei den Veranstaltungen, dass die Country Lady Maud auch dieses Wochenende in Deutschland eine Veranstaltung hat. Yes. Ein bisschen weit weg in Germany, good old Germany, aber wir haben auch deutsche Zuhörer sozusagen. Also schaut hin zur Country Lady Maud und liebe Grüße, ich habe vor der Sendung mit ihr telefoniert. Liebe Grüße an dich, lieber Kurt. Dankeschön, Puserle. Liebe Grüße an die ganzen Zuhörer von Country Radio Revolution und von LCR. Und da schaut's bei ihr vorbei, bei der Country Lady Maud. Und hier gleich Country Lady Maud. Full crazy. Crazy. He's coming back again. He lives all secluded in a little jewelry shack. You only see him when he leaves or when he's coming back. Nobody knows just what he does when he leaves on his mule. They only scrap their shoes and call him a crazy fool. What they all don't know is that he's cooking out moonshine. He's got a still up in the village bungalow.
is hungry with this little moonshine stool. He's scared of an explosion that might blow him off the hill. But he just keeps on going up and down with this old mule. And let the hill folks keep on calling him a crazy fool. What they all don't know is that he's cooking out moonshine. He's got his kettle up in the hill that's running over time. He brings it down each evening with some pecks along this mule. And sells it to the city folks, he's not a crazy fool. Und mir, liebe Freunde, haben es da im Studio sehr warm und sehr lustig vor allem. Und ja, einige von euch werden heute Geburtstag haben, liebe Freunde. Oh, ja, ja. Und eine davon, die kennen wir sehr gut, die war schon des Öfteren in Wien. Ich glaube, vor kurzem war es auch in Wien jetzt. Und der Frankie schickt sie schon weg. Liebe Mandy Weikert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du uns heute zuhörst, aber ich nehme ja doch stark an, dass du hier bist. Liebe Mandy, die Sisi hat mir gerade geschrieben, die Gabi Kinder hat mir gerade geschrieben und wir wollen dir natürlich hier vom Happy Studio auch birthday, alles Liebe und Gute wünschen. Der Frankie schickt sie schon weg. Yeah. Happy birthday, yeah. Ich mache Schlagzeug übrigens. Liebe Wendy Weikert, alles Liebe, alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich würde aber so mal singen, jetzt, wenn ich schon die da habe, wir machen jetzt ein Live-Ständchen. Ja, die Gitarre okay, kann jetzt nicht mehr stimmen. Tue die Musik weg, so. Ja, da mal und machen wir. Der Stiefel Wunder, war das nämlich. Der Stiefel Wunder. Der Stiefel mit dem Wunder. Liebe Mandy Weikert, ganz speziell für dich aus dem Studio von Country Radio Revolution. Ganz liebe Grüße aus Wien, Superdix Busserle. And 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Mandy. Yeah. Happy birthday to you. Danke, dass du mich noch hast. Ja, ich habe das so genossen und ich habe das erste Mal heute. Alles Gute, liebe Mandy. Die Gabi schickt es, wer schickt es noch? Die Gabi K, ihr wisst ja, Gabi K, wie Gabi Kinder, die Sissi Mödel und alle Freunde natürlich, die ja kennen und lieben. Und wir schließen uns an. Wir schließen uns an. Und die jetzt haben sich ja was gewünscht, gell? Ja, die genau. Haben sich was gewünscht für dich, Mandy. Achtung. Jetzt haben wir noch eine Überraschung. Vor einiger Zeit aufgenommen mit Alina Mahofer, Road Chicks. Die Gabi war dabei, die Hilde war dabei, die Alina dabei. Und der Stiefel Wunder nicht. Der Stiefel Wunder und ich nicht. Na. Ganz liebe Grüße, Golden Ring, alles Gute. As he says, honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do. Golden ring with one tiny little stone waiting there for someone to take it home by itself. It's just a cold metallic thing. Only love can. Chapel, they'd run at
with this ring I thee wed. Golden ring with one tiny little stone, shining ring. Now at last it's found a home by itself. It's just a cold metallic ring. Only love can make a golden wedding ring. Ooh. In a small two-room apartment, as they find it, on a sunny summer day, a couple gazes at the wedding rings there on display. Ja, wunderschöne Nummer, recht herzlichen Dank dafür und nichts zu danken, liebe Mandy. Super Dix Busserle aus Wien, fühl dich gedrückt, fühl dich geküsst und ja, wenn wir sie wieder irgendwann einmal irgendwo sehen, auf das freue ich mich natürlich schon, dann gehen wir wieder im bämischen Brot auf einen Haxen und einen Geschissen an. Ja, so. Ihr habt jetzt übrigens auch die Veranstaltung in der Country Radio Revolution Gruppe vom 26. bis 27. August, dieses Line Dance Wochenende der Canadian Stampers mit Günter Haas, LCR und auch die Veranstaltung, die am 24. September stattfindet, Crossover Festival, Boogie Woogie Swing, Blues, Rock'n'Roll und Country, hat der Günther geschrieben, werden auch die Boogie-Weltmeister mit einem Workshop dabei sein. Wahnsinn, das geht auch über mehrere Stunden, sage ich jetzt einmal. Also die habt ihr jetzt auch in der Gruppe drin, diese Veranstaltung, 24. September, 17 Uhr, LCR, Günther Haas. So, und ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Musik und anschließend, liebe Freunde, da gibt's für euch dann natürlich, ich glaubt immer, ich bin verwirrt oder so, nur jetzt ja, habe ich gerade ein wunderschönes Foto. Der Henry Stritzi, der Chidi Hank, der sitzt irgendwo am Meer, abendrot, du siehst die Sonne, die untergehende Sonne am Meer, du siehst ihn, und im Hintergrund Country Radio. Ist der Herr Kurtbinger da? Ja. Übrigens am 22. Juli, liebe Freunde, im Western Steakhouse in Ascher im Zillertal ab 19 Uhr bei freiem Eintritt. The King of Broken Hearts, GD Hank, live on stage. Wir sollen den abholen. Der ist verwirrt. Wie ja, da sitzt er. Nehmt's ihn. Pfiat euch. Liebe Freunde, weiter geht's mit Tulsa Time, Andy Lee Lang. Andy Lee Lang. Viel Spaß. In a Pontiac, just about to lose my mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby said it's crazy, my mama called me lazy. I was gonna show them all this time. Cause you know I ain't no fool and I don't need no more schooling. I was born to just walk the line. Living on Tulsa time, living on Tulsa time. Well, you know I've been through it when I sent my watch back to it. Living on Tulsa time. Well, there I was in Hollywood, wishing I was doing good, talking on the telephone line. But they don't need me in the movies and nobody sings my songs. Guess I'm just wasting time. Well then I got to thinking, man I'm really sinking. And I really had a flash this time. I had
had no business leaving, and nobody would be grieving if it went on back to Charlestown. Living on Charlestown, living on Charlestown. Gonna set my watch back to it, cause you know I've been through it, living on Charlestown. Ja, liebe Freunde, Andy DeLang war auch schon zweimal hier bei uns live in der Sendung bei Country Radio Revolution. Und wir sind live auf Facebook. Und wenn wir auf Facebook sind, dann wisst ihr, entweder wird gesungen oder etwas verlost. Heute wird etwas verlost. Und zwar, wir haben hier für euch von den Western Cowboys, liebe Freunde, 3 CDs, brandneu, Last Country. Wir haben es vorige Woche ausführlich vorgestellt und erklärt. Du musst das herzeigen. Ja, genau. Schau, bitte sehr. Und dazu gibt's auch noch Autogrammkarten, handsigniert vom Leo und vom Christian Pöschler, die bei uns im Studio waren. Und der Frankie Fortin, hör mal auf, der wird jetzt da. Das ist die Autogrammkarte. Das heißt, die sehen natürlich nur die Zuseher, nicht die Zuhörer. Ja. Ganz klar, aber macht ja nichts. So, cool. Lieber Frankie Fortin. Der Hut. Der Hut, rosa, heute von der Fashion by Katharina. Brandneu, liebe Freunde. Zur Abwechslung. Ja, und mehr oder weniger, warte mal jetzt, da habe ich da wieder einen. So, die erste CD geht an Herrn oder Frau, am Plafon schauen, ziehen, laut und deutlich vorlesen und in die Kamera zeigen. Martina Kemeter. Warte. So, da. So kann man es lesen, hoffentlich. Jawohl. So, das ist der erste, legen wir, ich gebe ihm den Herrn Notar. Ich muss das notariell beglaubigen. Oberamtsrat Pinger. Genau. Wird das, so. Darf ich schon schauen? Du darfst du, die zweite, jawohl. Habe ich jetzt geschaut? Nein, ich habe nicht geschaut, das ist eh wurscht, ich weiß nicht, was draufsteht. So. Anja Kohlhage. Wir gratulieren recht herzlich, liebe Anja. So. Ein bisschen blöder könnte es noch halten, dass man den. Ja, das schaut unbequem aus, aber macht ja nichts. So, schau ich wieder weg. Last but not least, Ramt und last Plan. CD heute von den Western Cowboys. Die dritte CD von den Western Cowboys. Das war CD. Hermine und Fritz Kaufmann. Hermine und Fritz Kaufmann. Bitte sehr. Wir gratulieren recht herzlich. Here have you. Lieber Frankie Fortin, heute warst du unser Glücksengel. Recht herzlichen Dank dafür. Ach so, das war ein Vogel. Was? Ein Glücksengel. Ein hört ja Engel an. Ja, macht ja nichts. Ja, wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich. Und nach der Sommerpause, jetzt hätte ich mal gesagt, nach der Weihnachtspause, geht's wieder weiter mit Verlosungen, liebe Freunde. Nicht aufgeben, auch die heute nichts gewonnen haben. Einfach wieder mitspielen, mitmachen und wir halten euch immer ganz, ganz fest die Daumen. So, das ist ein lustiger Hut. Ja, die jetzt im Radio sind, haben natürlich auch ein Problem, weil die das ja nicht sehen, was wir sehen oder ihr in Facebook seht. Aber wir müssen jetzt ganz liebe Grüße ausrichten zu einer Dame. Da gibt es eine Band, die heißt Shine. Der Sänger, yes. Und der Singer ist Gregor Glanz. Der war auch schon hier bei uns bekannt wie Radio Revolution. Da gibt es einen Song Stand Up. Und wir richten aus. Eine liebe Grüße. An wem? An die Helga. Ja, super. Tirol in die Berge. Genau. Ja.
Weil die kennt den Gregor ganz, ganz gut. Der ist oft bei ihr. Ja, so ist es. Und die haben auch, glaube ich, zu dem Tanz. Und nächstes Jahr sind wir bei ihr. Ja, genau. So schaut's aus. Und dann spielen wir Stand-Up. Und da gibt es einen super Tanz dazu, liebe Freunde. Ja. Den könnt ihr auch in YouTube anschauen. Also, steht's auf. Stand-Up. Und get in line. Und drück den Knopf. I get that feeling on a summer night. I dig the grooving in the cool moonlight. You gotta feel it. Yeah, feel it all night long. We're all for dancing on a Saturday night. Rock with me till we hit past midnight. Don't matter old or young, this party's just begun. We're gonna leap to the beat. Have a hell of a ride here tonight. Stand up. This party's rising. Come on, get on your feet. Stand up. Go grab a partner. Move your feet to the beat. Let's bring this old house down to the ground. Stand up. You gotta love it when it takes you. Stand up. To places where you've never been to. Come on and flaunt that stuff. Light it up. Stand up. That freaky way a song can make you fly. So high you think you almost touched the sky. You gotta dig it. Yeah, dig it all night long. Come on, I feel the beat, I'm let it all out. Feel the streets, I'm on a scream and shout. Come show me what you got. Yeah, give it your best shot. Let's bring some heat to the street. Fly away on a high here tonight. This spot is rising, come on, get on your feet. Stand up. Go grab a partner, move your feet to the beat. Let's bring this old house down to the ground. Stand up. You gotta love it when it takes you. Stand up. To places where you've never been to. Come on and flaunt that stuff. Light it up. Stand up. Back beat, jump to the rhythm. Stand up, sing along with me. Take this night and make it last till dawn. And nothing can stop us now. Light up, live for the memory. Let loose, dance and be carefree. Jam with me and party on. Stand up. This party's rising, come on, get on your feet. Grab a partner, move your feet to the beat. Let's bring this whole house down to the ground. So, liebe Freunde, wir sind jetzt vielleicht, oder ich heute ein bisschen unkonzentriert, nur ich kriege so viele Privatnachrichten, ich freue mich über jede einzelne und will natürlich alles lesen. Und die Martina Kemeter, die hat gerade geschrieben, wir gratulieren dir recht herzlich, die CD, schick mal, deine Adresse habe ich schon, habe ich gerade gesehen, die bekommst du natürlich in den nächsten Tagen. Und nächste Woche wird live getanzt am Mittwoch beim Weinfest in Dreiskirchen mit euren Western Cowboys. Ja, und da hast du dann die CD vielleicht schon mit, ich weiß nicht, ob sie das ausgeht vom Postweg her, aber dann kannst du das ja gleich hand signieren lassen von den Herren, ist sicher dann eine ganz tolle Sache. So, der Günther Haas, liebe Freunde, der hat mir auch gerade geschickt, wir haben heute live on stage bei Country Radio Revolution bei unserer letzten Sendung vor der Sommerpause, live on stage, 6.975 Zuhörer aus Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und der Schweiz. Ah, fast 7.000, knapp fast an den 7.000. Lieber Günther Haas, recht herzlichen Dank. Und Wahnsinn. Was jetzt da ist, lieber Frankie Fortin. Jo, lieber Kurt Wir Dinger. Haben ja diesen struckten, alten, schierigen Orange. Der ist nicht schier, der ist legendär. Der ist legendär, nämlich, ja. Und ich muss da anfangen.
Wir haben schon vor einigen Wochen gepostet und habe mit der Katharina gesprochen, dass wir den unter die Leute schmeißen. Was für ein Vorpott eigentlich? Der war mal rosa. Nur mit der Raucherei doch erinnern. Du rauchst zu viel. Genau, ist ja natürlich schon leicht. Darf ich kurz übers Rauchen aufklären, wenn Zeit ist? Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Okay, dann nicht. Das nicht. Aber die Martina hat auch gerade geschrieben, wie war es, wenn wir den wirklich versteigern? Den haben so viele Musiker, Künstler in Händen gehabt, am Schädel, also am Kopf gehabt. Das haben schon mehrere nachgefragt, gell, wegen diesem Hut. Und das war natürlich eine tolle Sache. Ja, wenn man, jetzt wissen wir auch für was, 6. August, für die Kinder. Genau. Für den kennt man den, das kennt man machen. Genau. Liebe Martina, recht herzlichen Dank für deinen Hinweis und tolle Idee. Die Damen und Vereine, die mich schon angeschrieben haben, die den Hut haben wollen, die werden mal schauen, dass man da irgendwie, dass die da irgendwie mitspielen können. Vollkommen richtig, weil der ist wirklich, jeder hat den in der Hand gehabt, der da war und Verlosungen sozusagen damit gemacht wurden. Mhm. Eine tolle Geschichte. Also für wen das was wert ist, der soll bitte mitmachen und was Gutes tun. Und das, ich weiß, dass es Interessenten gibt, die müssen wir da irgendwie dann einbinden. Wir werden uns überlegen, wie wir das im Vorfeld vielleicht schon machen und am Schluss sozusagen bis zum 6. August wissen wir schon, wer ihn hat und was er gebracht hat. Und die werden nachher die Fashion bei Katharina anrufen, vielleicht kann man den waschen, dass er wieder rosa wird. Und ist er dann das kann ja. Nein, dann ist ja der Schweiß der Künstler weg. Das ist ja dann alles. Das ist ja nett. Ja, genau. Außerdem sind da so Knöpferl und Ding oben, das ist nichts. Nein, liebe Freunde, wir lassen uns was einfallen und werden das rechtzeitig und prompt natürlich posten und gute Idee. Hey, super. Und wenn wir vorher gerade gesprochen haben, eine Veranstaltung am 24. September von Unternehmen 1230 und LCR von Günter Haas, wo der Robert Schumi, ich auch, der Robert Schumi und die Anke Engel dabei ist, da haben wir ein Lied vom Robert Schumi. Genau. Das machen wir jetzt. Ein Lied vom Robert Schumi. Weißt du, wie es heißt? Believe me. Believe me. Glaub mir. Believe me. It's hard to find a woman. Believe me. A woman who be true. Believe me. Hard to find a real love, a warm and good that loves for you. Believe me, I don't care about money. Believe me, my life will be through. Believe me, I don't care about nothing, but nothing if I can't give you. I'm so thankful, I met just like a dream come true. My life would be empty without you. Believe me, I don't care about nothing, but nothing if I can't have you. Believe me, it's hard to find a woman. Believe me, a woman who'll be true. Believe me, it's hard to find a real love, a mountain good that lies for you. Love for you. I'm round and good at love for you.
Ja, Robert Schumann, liebe Freunde, und er war ja auch schon hier bei uns, zweimal bei der Sendung, und ich muss auch sagen, wenn man ihm zuschaut, Gitarre spielen oder live, wo sieht, dann jetzt wisst ihr, warum meine Gitarren alle an der Wand hängen. Also oder zertrümmert im Eck. Ja, genau. Und wenn er natürlich dann mit hat, wie heißt die, Anke Angel. Ja, also ganz eine tolle Sache, mit Frankie 14, und ich bin natürlich auch dabei, ich darf moderieren. Hat mir der Günther Haas zumindest zugesagt, und auf das freue ich mich schon ganz super, besonders. Super, das wird leibend. Sehr gut, das gefällt mir. So, wir geben Vollgas. Ja, was machen wir? Elvis, liebe Freunde. Hey, der Dennis J. Ja, ganz genau. Ein lieber Kerl. Den haben wir auch schon viel plaudert. Mhm. Ja, ein netter Typ. Macht seine Elvis-Sachen und holt immer wieder Originalkünstler der Elvis-Band von damals oder auch Verwandte von Elvis Presley. Genau, wollte ich gerade sagen, die war ja die Priscilla, nicht? Also die, genau, die Priscilla war ja schon da, ja. Eigentlich hat er mir versprochen, er kommt mit ihr her. Aber hat er wahrscheinlich vergessen. Ja, wahrscheinlich, das kennt sein. Aber spüren wir mal den Dennis Chael. Dennis Chael, liebe Freunde, der Original Elvis TZB Band. So, liebe Freunde, und jetzt habe ich mir überlegt, wenn er schon da ist heute hier bei uns, und ich muss auch sagen, ihr wisst ja, wir sind ja nicht nur super tolle Freunde, sondern wir haben, er ist ja auch, der Frank ist ja unser Trauzeuge. Und ja, wir willst haben du, lieber so Kurt? Viel, ja, ich will, aber da gibt es ja auch ein tolles Foto von uns zwei, wo wir ein bisschen ängstlich, also ich vor allem dreischau. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute wieder hier bei mir bist. Das ist schon eine Tradition. Die letzte Sendung machen wir immer miteinander. Die ist immer ein bisschen anders, was einfach lustig ist. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit, da ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht alles allzu ernst nimmt und einfach ein bisschen Spaß hat und einfach lustig ist. Und man sollte einfach vergessen, zwei Stunden mit dem ganzen Scheiß, der da rundum und rumrennt. Wir sind schon, wir sind noch nicht nach 10 Uhr, aber ich erlaube mir trotzdem, das Wort jetzt zu verwenden. Aber ich immer denkt, wenn ich muss gerade deswegen lachen, weil du solltest ja, pass auf, wir haben heute den 6. Juli und ich habe ja vor einiger Zeit dein Flyer für diese heutige Veranstaltung, sozusagen, für diese Online-Veranstaltung, habe ich ja nicht gehabt. Und deshalb habe ich ein Foto genommen auf meiner Homepage, auf www.14.at, ganz einfach, ja. Und unter Next Events, also nächste Veranstaltungen, gibt's ein Foto, wo dann darunter steht, 6. Juli 22, online, Country Radio Revolution, LCR und so weiter. Und genau
Dieses Foto, was du jetzt beschrieben hast, habe ich da verwendet. Also wem gerade fad ist, wer Lust hat, schaut auf 14.at, Next Events, und schaut euch das Foto an, was der Kurti gerade beschrieben hat. Da ist es drinnen. Was ich auch sagen muss, dass ich weiß nicht, ob ihr das schon überrissen habt, wenn ihr das Video anschaut von der letzten Veranstaltung auf der Seeschlacht bei YouTube, da gibt's was Neues, das habe ich das erste Mal zusammengebracht. Rechts oben, leider ist mein Po-Logo dazwischen, da gibt's ein I in einem Kreis, Informationen. Und wenn ihr dort draufklickt, dann findet ihr auch die Homepage vom Frankie-Fortin und dann seht ihr alle Termine, was wann wo los ist, und dann habt ihr es ganz, ganz leicht. Braucht's den suchen, einfach das Video anschauen, rechts oben in der Ecke beim Po-Logo ist es I, und dort draufklicken und schon seid ihr auf der Homepage. Und wenn ihr schon da ist, liebe Freunde, dann hören wir sie noch einen Song auf. Frankie Fortin mit dem Song You Don't Mess Around With Jim. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums, 42nd Street got Big Jim Walker, he's a bullshoot son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. When the bad folks all get together at night, you know they all call him Big Jim Buzz, just because. And they say you don't jog on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull the mask of the your own ranger, and you don't mess around with Jim. But do 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 do. Well, out of South Alabama came a country boy. You see, I'm looking for a man named Jim. I'm a bullshooting boy, my name is Willie McCoy, but down home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street, driving a drop-top Cadillac. Last week he took all my money, and it may sound funny, but I come to get my money back. And everybody say, Jack, don't you know? Ha! And you the dog on Superman's cape, you don't spit in the wind, you don't pull the mask of the old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. Ba-do-do-do-do-dee-dee-dee-dee-dee. Well, a hush fell over the boardroom, a Jimmy came bopping in Nova Street. And when the curtain went down, the only part it wasn't blood, it was the soles of a big man's feet. Yeah, he was cutting about 100 places, he was shot in a couple more. And you better believe the song a different kind of story when Big Jim hit the floor. Whoa, 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 now they sing. You don't talk on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull the mask off the old Lone Ranger, and you don't mess around with Slim. Yeah, Big Jim got his head, found out where it's headed, and it's not hustling people strange to you, even if it, you got a few piece custom made boots, you. Yeah, you don't talk on Superman's cape, you don't spit in the wind, you don't pull the mask off the old Lone Ranger, and you don't mess around with Slim. Ja, liebe Freunde, Frankie Fortin und liebe Melita, recht herzlichen Dank. Die hat sofort natürlich die Homepage von Frankie Fortin geteilt und gepostet und auch das Foto, was der Frankie gerade erzählt hat. Das war wirklich original im Standesamt. Im Standesamt, volle Kanone. Vor der Trauung, so geil. Genau, und ich sag klar, auch Spaß muss sein. Und die Christine hat auch gerade geschrieben, toll, so eine Freundschaft. Wir sind echt gute Freunde. Wir wohnen in Strasshof, sind wir nicht weit auseinander, aber wir sehen sie wahrscheinlich viel seltener als viele andere. Also ich kann mich erinnern, mit der Grillerei da vor ein paar Jahren. Ja, das wir war haben drei Wahnsinn, Jahre gebraucht, bis wir es geschafft haben. Günther hat es auch gepostet. Danke, lieber Günther. Günther Haas, so, auch immer live Frankie dabei. Natürlich, als LCR immer live dabei. Bitte. Ich lese da gerade was. Die gut. Martina hat ja, eine gute da. Idee. Das finde ich ja nicht mehr wert. Das ist schon verstaubt. Ist schon verstaubt? Ist schon verstaubt. Wie kannst du sagen, Martina, ein Video, das in 3 Jahren fertig werden wird, ist eine Frechheit. Ja, 3 2 hätten wir ja schon, glaube ich, oder? Ja, oh ja, oh ja. Sicher, es war der Sommerhit 2021 gewesen. Wer ist? Ja, der ist dann der Sommerhit gewesen, 2020. Dann machen wir einen Winterhit draus, ist genau. Mal Bursch. Aber 25 war schön, das ist so rund. 25. Nein, wir werden, ich schaue mal in unserer Setlist. Schau mal. Aber vorher gibt es dann Künstler aus Österreich. Aus Österreich, jeder der liebe Karl. Der Karl Miesenbecker. Jawohl.
Und was haben wir ausgesucht? The Legend of The Bonnie Legend of Bonnie and Clyde. Legend, Legend. Viel Spaß, Carl Miesenbecker. I was a waitress in a small cafe. Blackberry was the rounders that took away. They photographed and killed until four of them died. So goes the legend of Bonnie and Clyde. The poem that she wrote of the life that they lead. Told of the lawman left dying or dead. Some say that Clyde made her life a shame. But the legend made Bonnie the hate of the game. The rabbit grow wilder with each passing day. The oats growing smaller with each getaway. With the hands growing closer, the harder it falls. With blood on their hands, they were bound to get cold. They drove back from down on a bright summer day. When the main day befriended stepped out in the way. When the town of dying the pulled to the side. But deadly they're waiting for Bonnie and Clyde. 2 years a running was ended that day. For robbing and killing they both had to pay. But we always remember how to leave them die. So goes the legend of Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ja, Carl Miesenbecker, und ich habe gerade eine Nachricht bekommen, liebe Freunde, vom Robert Schumi. Den haben wir ja früher gerade gespielt. Und ein Sommernachtstraum. Am Sonntag, dem 10. Juli um 19:30 Uhr, darf Robert Schumi am Hallstätter See auf der Seebühne gastieren. Am Schlagzeug begleitet ihn Robert Schumi der sensationelle Roland Meyer. Ja, und der Robert und der Roland, der Robert und der Roland, so, das ist auszubringen. Die freuen sich auf euch. Recht herzlichen Dank, lieber Robert Schumi, für den raschen Termin, der natürlich noch live in der Sendung war. Wird sicher ein schönes Event im September, wenn wir uns dort sehen. Im Übrigen, falls jemand nicht zusieht, weil er uns zuhört, oder trotzdem zusieht, nebenbei er uns zuhört, es steht in der Pause bei unseren lieben Damen, bei der Frauennationalmannschaft also. In England 1-0. Also, für uns? Nein, für die anderen. Moment einmal, also Auswärtsspiel, das heißt, der andere wird als erster genannt. England, Österreich 1-0 momentan in der Halbzeit. Also für die anderen 1-0. Leider. Aber es ist sensationell, dass die überhaupt mit dabei sind dort. Und es ist so cool, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird. Und es steht 1-0. Und wenn wir jetzt dann aufhören, geht sich das gerade aus, dass die zweite Halbzeit beginnt. Also schaut zu und feiert es irgendwie an. Vielleicht schaffen wir ja noch einen Ausgleich. Gegen England war ja das. Das war schon genial. Dass allein nur 1-0 steht bis jetzt, ist ja schon sensationell. Ja. Also, aber anfeiern, Daumen halten. Vielleicht schaffen wir noch was gegen England mit unserer Nationalmannschaft der Frauen. Lieber Frankie, kennst du Silvia Biggelmann? Natürlich kenne ich die Silvia. Wo ist das Autogramm? Hast du irgendwas versprochen oder was? Ich weiß es nicht. Da steht nur, wo ist mein Autogramm, Frankie? Ja, wir sehen uns, Silvia. Wirklich, wir sehen uns. So, liebe Freunde, wir kennen nichts dafür. Schuld ist, glaube ich, die Martina war es, ne? Die Martina hat sich da was gewünscht. Ja. Eigentlich wollte man halt keine Wunschsendung machen, aber nachdem dass so viele geschrieben haben, sie wollen den Herrn. Also, mein Facebook glüht, ja, wo jeder schreibt, spürst den Song. Spür man. Du? Die Martina ist schuld. Du? Ja, ich spiele. Du und ich? Das, ja, wir zwei. Wir zwei? Wir zwei, ganz allein. Liebe Freund, du musst das auch sagen. Mach du mit. Ladies and gentlemen, now on air. Kurt Pinger, ja. The host of Country Radio Revolution. Der was? Und
The host. Was bin ich? Na, der Moderator jetzt. Also, nicht so, Entschuldigung. Ich muss ein bisschen amerikanisch klingen, oder? Vorne, wir sind im Country, was soll denn tun? Der nicht? Host sagt der Host, nicht der Horst. Der Host. Der Host. Also, ich hab gar nicht gewusst, euer lieber Moderator, du bist ja, der ich Host. Muss, ich muss den Ding rufen. In John Briscoe, liebe Freunde, 2023 in Tirol, mach ich einen Horst. Also den Host. Machst du den Host? So, der Eicher Moderator von Country Revolution und gemeinsam mit dem Frankie mit, kommt jetzt dran mit dem Lied. Sagst das du, das soll's ich sagen. Na, sag du. Ich weiß nicht. Kiss me. Honey, honey, kiss me. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, uh-huh. I don't stop. I'd like to play a little game with you. A little game especially made for two. If you come close, then I will show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, uh-huh. Don't stop. We've never played this little game before. If you relax, then you enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, uh-huh. Don't stop. So well my lips begin to burn, and I can tell I've got a lot to learn. So hold me close and darling, show me how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, uh-huh. Don't stop. Don't stop, never stop, never stop, keine Arbeit. Nein, also super. Das hat Spaß gemacht. Wir, ja, ich muss auch sagen, ich bin da sehr dankbar für die Erfahrung, weil mir das wirklich Spaß gemacht hat. Ich man glaubt, man muss das so in einem durchsingen, aber der Frenkel, die Technik macht's möglich. Du, ich tue eigentlich recht wenig technisch. Ich verändere so Sachen relativ wenig. Ja. Ja. Es gibt, erstens warst du sensationell. Ich habe nicht viel machen müssen. Danke. Und zweitens muss das für mich immer ein bisschen glaubwürdig klingen. Ja. Ich kann natürlich, es gibt natürlich Sachen, die ich gar nicht habe, aber die andere haben, wo man alles Mögliche aus jemandem machen kann, der da gar nicht singen kann. Ja. Aber das war eigentlich wirklich eine leibende Geschichte. Und das war lustig. Und wir müssen jetzt wirklich schauen, also die Martina hat schon recht und auch der Frau natürlich und meine Frau, die uns ein bisschen, und die Selina natürlich auch, die uns immer wieder ein bisschen veräppeln. Wir sollten jetzt wirklich einmal lustig. Den haben wir, nein, ich würde nicht sagen verarschen, das ist noch zu früh. Naja, das sagt man nicht verarschen, nein, ist kein schönes Wort. Nein, das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Wie spät haben wir es? Ja, mir reißt es sehr gerade. Wir sind am Überziehen. Wir sind am. Aber macht ja nichts. Wir sind am Überziehen. Ja, aber man sieht wieder hier, ja, da. Land Dance Country Radio. Country Radio Revolution. Alle Künstler, die mit Country. Es passiert so viel. Also man kann eigentlich nur sagen, geht's überall hin, wo was stattfindet, als Besucher und macht's euch einen Spaß und seid dabei und tanzt und feiert's, weil wir haben eine schwere Zeit. Es kostet alles relativ viel. Und solange es noch Künstler gibt, solange es noch Leute gibt, die so Sendungen machen oder Radiosender betreiben wie der Günther Haas, da muss man das irgendwie, wie soll ich sagen, honorieren und muss man dort vorbeischauen, einfach bevor alle aufhören damit irgendwie. Ja. Also unbedingt dabei sein, und es gibt so viel. Bei den Veranstaltungen haben wir es jetzt gehört. Ganz super.
Danke, liebe Leute, dass ihr immer vorbeikommt. Danke, du, dass du das machst, Gute. Ja, liebe Freunde, und das waren wieder zwei, ja, ich nehme mal auch recht lustige und vor allem ein bisschen informative und mit viel toller Musik Stunden. Und zwar ist hier die Zeit, glaube ich, irrsinnig schnell vergangen. Wir haben viel Spaß gehabt und hoffen, dass dieser Spaß zu euch übergeschwappt ist. Wir gratulieren nochmal den Gewinnern. Wir haben verlost heute Münzbach, einmal zwei Eintrittskarten und drei CDs der Western Cowboys. Wenn wer zuhört, bitte mir die Adresse schicken und wir schicken am schnellsten Weg die Gewinne noch zu euch. Ja, Frank, hat Spaß gemacht. Na, super Sache. Wir haben das echt jetzt da so, das ist wieder Tradition. Immer die letzte Sendung machen. Nein, wir haben ja schon, was haben wir denn? Wir haben ja so eine Art Weihnachts-Silvester-Sendung, ja. Die wir immer miteinander machen. Das geht heuer leider ja. Nicht. Es wird jetzt wirklich schon teuer. Das nervt mich ein bisschen an Wien, muss ich sagen. Weil ich habe da unten jetzt früher so zwei Stunden ausgefüllt. 4,59 Euro oder genau, so irgendwas. Du bist ja richtig. Hast du nicht drauf denkst, haben sie die. Da zahlst du noch mehr. Ja. Also alles in, siehst du, ich weiß gar nicht, die Western Cowboys, der Christian, bin mir jetzt gar nicht sicher, weil die haben nichts ausgefüllt, ob die zahlt haben. Müssen die noch nachfragen. Aha, ich habe keine Ahnung, ob hier im Stadtrand sich das lohnt, wenn die spazieren gehen und die Leute strafen. Keine Ahnung. Es hat noch nie ein Musiker zumindest, ich weiß nicht, ob die alle gezahlt haben, oder zumindest hat noch nie einer gesagt, dass er gezahlt hätte. Aha, okay. Also na, dann auch gute Gegend da auf der... In der Peripherie sozusagen. Da heute haut er mit Werther um. Wahnsinn, gell? Mit der Werfer und der Maxl oder was war das früher? Keine Ahnung. Der Host. Gut, lieber Frankie, trotzdem, nur einmal recht, recht herzlichen Dank. Wir haben, du hast eh schon gesagt, wir haben einiges vor. Ja. Wir werden alles rechtzeitig genau noch posten, teilen, euch informieren und würden uns sehr freuen, wenn wir euch und zahlreich natürlich sehen. Wir werden sie was einfallen lassen mit dem alten, Anführungszeichen, alten rosa Hut, ja. Der schon wirklich sehr, sehr wertvoll mittlerweile ist. Und da werden wir auch irgendwas machen für guten Zweck. Für Kinder ist das, glaube ich, so und so eine tolle Sache. Mit Sicherheit. Gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, wir sind wieder live da für euch. Es geht erst wieder los am 7. September.
Ich bin natürlich hin und wieder ein paar Minuten am Tag in Facebook an und für euch da, ganz klar. Ansonsten werden wir schauen, dass wir irgendwo, wenn wir was an Videos posten für euch, Fotos posten für euch. Vergesst uns halt bitte nicht und schauen wir, dass wir am 7. September wieder viele, viele Hörer haben, dass wir den Schnitt von 6.000 und fast immer wieder 7.000 halten können. Und da bin ich euch allen sehr dankbar. Vor allem den Musikern, den Künstlern, die immer wieder den Weg hier nach Wien zu uns machen im Studio. Und die letzten 2-3 Sendungen waren ja ganz toll. Da haben wir ja komplette Bands hier gehabt bei uns. Da ist immer Zugang. Heute haben wir es relativ kühl. Wir haben nur 28,6 Grad. Doch nur. Also ist überhaupt kein Problem. Wir sind nur halb nass. Also das macht halb nackt habe ich, glaube ich, gesagt. Also, das stimmt nicht. Wir sind angezogen. Auch wenn es auf dem Foto so ausschaut, als hätten wir zwei heiraten. Ja, naja. Auf jeden Fall, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, und wie man das sagt, und super dicks Bussel an euch, danke für eure Treue, und wie gesagt, es ist ja nur eine Pause, wir sind ja bald wieder da in 2 Monaten, und wir haben natürlich Sendungen vor, das heißt, jeden Mittwoch gibt es eine Wiederholung von einer Sendung, die schon war, und wenn ihr Sendungswünsche habt, dann schickt es mir per Privatnachricht, und wir spielen dann die jährige Sendung gerne ein. In diesem Sinne, schönen Sommer, liebe Freunde, verbringt es am Toll, habt viel Spaß, macht ein bisschen eine Auszeit, und ich hoffe, oder sagen wir so, es würde uns freuen, wenn wir uns da oder dort einmal sehen. Ihr wisst immer, wo wir sind, ihr braucht es nur nachschauen. Wir wissen nicht, wo ihr seid, außer ihr schreibt das ins Facebook. Wenn es eine coole Location ist, dann kommen wir hin. Das auf alle Fälle. Mit Video, mit Fotoapparat, mit allem drum und dran. Und wie gesagt, es gibt ja bald einen neuen Tanz von mir, der wird jetzt da veröffentlicht werden, noch im August. An meiner Seite einige namhafte Musiker und Künstler. Mehr will ich noch nicht verraten, wir werden das alles noch rechtzeitig posten. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, wunderschönen Urlaub. Die Silvia schickt euch auch, Dix Busserle, lasst euch auch alle recht, recht herzlich grüßen. Und ihr wisst ja, über den Sommer, aufpassen auf euch, gesund bleiben. Die, die krank sind, liebe Freunde, am schnellsten Weg gesund werden. Und die, die gesund sind, aufpassen auf euch, auf keinen Fall krank werden. In diesem Sinne, howdy, ciao, Fuchs. Bella, ciao, Bella. La tutti und so, irgendwas. Na, was? Macht ja nichts. Ach so. Mehr weiß ich nicht. Grüß euch. Schönen Urlaub, Babaci, pfiat euch, Busserle, aufpassen auf euch. I broke out of the Walla Walla prison. Now the warden there don't like me at all. Don't know how it is in Walla Walla till you've been there for a while. You just don't know how it is in that prison, 'cause the men there, they don't smile. I broke out of the Walla Walla prison. I climbed over the Walla Walla wall. I broke out of the Walla Walla prison. Now the warden there don't like me at all. I looked at that big blue sky. To myself I said, son, you better get out of here, 'cause tomorrow you're gonna be dead.
Well, the heartache won't be mine. You've played with my heart enough. I'm wise to your slingshot love. I know we are kind, so the heartache won't be mine. So but the heartache won't be mine.